Hallo meine Lieben, hier Extremit wieder mit einer neuen Folge Ark Survival Evolved und wir machen weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben, und zwar immer noch unsere Holzbasis. Die ist leider noch nicht fertig und deswegen werde ich heute noch ein bisschen mehr Holz sammeln müssen. Ja. Gott sei Dank ist hier nichts weiter passiert in letzter Zeit. Keine bösen Tierchen. Die uns hier ans Leder wollten. Oh, ich sehe gerade wie ein Level-Up schon wieder. Auf jeden Fall investieren wir jetzt mal ein bisschen was in Lebensenergie. Und wir haben 20 Punkte zur Verfügung. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Das Holzfloß, das werde ich auf jeden Fall mal machen jetzt. Und Futtertrog, Räucherkammer. Gute Frage, also brauchen tun wir es auf jeden Fall. Die Werkbank, würde ich sagen, die machen wir dann mal als nächstes. Aber jetzt stelle ich noch ein paar Fundamente aus Holz nochmal her und verwende. Oh, unser Axt ist kaputt gegangen. Irgendwie brutzelt die Sonne ja schon auf mich hinein. Ja, 35 Grad im Schatten. Wir müssen ein bisschen Wasser, bisschen Nachschub sorgen hier. Ja, ein bisschen von den Bären essen. Ja. Stamina. Okay. Level 22 sind wir schon. Geht relativ schnell hier. Und ich wollte ja, was wollte ich denn? Ich wollte doch irgendwas herstellen. Irgendwas lernen. Was war das? Die Werkbank. Genau. Da ist sie. 18 Punkte brauchen wir dafür. Ist nicht unwichtig. Da können wir nämlich dann die Metallspitzhacke und die Metallaxt nämlich herstellen. Und die eine werde ich schon mal lernen. Für den anderen brauchen wir nochmal 3 Punkte. Reicht also noch nicht. Unser Bronto ist immer noch da. Also nicht unser, aber unser Basisverteidiger. Der Bronto hier. Der steht hier immer noch rum. So, wie ihr sehen könnt, ich habe ein bisschen weitergebaut. Eine neue Abwesenheit. Ich habe hier ein, zwei Fundamente noch gesetzt. Und habe auch vorne die Wände gefixt. Vor allem mit den Türrahmen. Ihr seht das jetzt hier vorne, ist jetzt hier schön alles ordentlich mit Türrahmen und so. Holztür, alles wie es sein muss. So, da noch Fundament noch hin. Da können wir auch noch eins hin, okay. Dann machen wir da noch eins hin. Ne, Fackel brauchen wir nicht. Ach man, schon wieder verkehrt rumgebaut. Warum macht er das immer? Das ist doch blöd. Okay. Wenn man von der anderen Seite baut, dann setzt er die einfach verkehrt rum. Finde ich irgendwie doof. Da muss man extra dann E drücken, um die dann umzudrehen. So, der Dilo kriegt mal ein Level ab. Ja, alle Dude. Der freut sich total. Hatten unser Dodo ein Ei gelegt schon wieder? Nee. Exkremente brauchen wir nicht. So. Dahin. Ja, so langsam wird das hier mit dem Häuschen. Wird eine relativ schöne große Basis. Fast schon ein bisschen zu groß für uns zum Einfangen, aber wir wollen die auch ein bisschen ausbauen.
Denke mal, da passt das dann. Ja, ist ganz schön. Gefällt mir schon mal ganz gut. So, Level 12. Den kriegen wir mal. Braucht das Leder an mich. Tode ist ideal halt, um ja, zum Anfang Leder zu kriegen. Denn wir haben immer noch kein Bett gebaut. Das wollte ich ja eigentlich schon in einer der letzten Folgen machen, aber irgendwie war mir halt das mit dem Hausbau wichtiger. Schrank bauen. Nochmal ein paar Punkte und wir werden, was nehmen wir denn? Wir werden. Bücherregal, nee. Genau, Metallaxt. Betäubungspfeile, auf jeden Fall. So, jetzt habe ich noch 7 Punkte. Fallschirm machen wir später. Wasserreservoir. Machen wir mal die Lederkleidung. Jetzt bin ich am Verdosten, ich muss unbedingt mal zum Wasser. Aber erstmal werde ich noch ein paar Fundamente setzen hier. Die sterben wir Gott sei Dank nicht gleich. Es dauert immer ein bisschen, bis man Lebensenergie verliert, wenn man verdursten ist. So, Level 23. Jetzt sind wir gleich Level 24. Nochmal Lebensenergie machen. Das ist ja interessant, ja. Hier sieht man die komplette Karte. So wie die Insel aussieht. Wenn ich raufgucke, sehe ich nur so ein bisschen. Sehr interessant. Ist mir noch nie aufgefallen. Ja. 23 Grad geht ja eigentlich. Vorhin waren es 35. Und ab ins Wasser. Einmal tauchen gehen. Ah, ist das schön. Schön kühl vor allem. Der Dilu will auch ein bisschen mit schwimmen mit uns. Ja, bin ja echt erstaunt, dass wir hier so ein Glück haben. Mal abgesehen von dem einen Kanu, der hier war. Ist hier irgendwie alle ziemlich friedlich hier. Da hinten läuft ein Twike rum, ein Triceratops 2 so, ja. Und ein... So ein Wildschwein, ich weiß gar nicht mehr, wie heißen die, Pilomia oder so? Weiß ich gar nicht mehr genau. Level 16. Level 80, oh, der ist nicht schlecht. Guter Level. So, da kommt jetzt die Wand hin. Jetzt haben wir ja kein Holz mehr. Es fehlt mir schon wieder Holz. Okay, Schrank. Den ersten Schrank. Optisch passen sie ja so am besten hin. Aber effektiver ist es, wenn man sie so hinstellt. Und zwar hintereinander. So eine Reihe so. Dann hat man mich mehrere Schränke auf einer Ecke, kann aber immer schon rangehen. Das ist, glaube ich, die bessere Variante. Wir fangen in der Ecke an.
gucken, dass wir das möglichst gerade hinbekommen hier. Wenn ich rückwärts gehe. Ne, ist ein bisschen schief. Okay, jetzt passt es. Nicht ganz so doll in die Ecke setzen und den ersten hinsetzen. Genau. Okay. Bisschen Platz, alles egal. Nicht ganz so schlimm. Zudem gehen wir mal wieder unser Fleisch dem Dodo, denn das hält sich dann alles ein bisschen länger. So, die Narkobären auch. Die Steambären, die lassen wir weg. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch nicht. Die blauen brauchen wir auch nicht. Leder. So, ich würde sagen, wir bauen jetzt mal das Bett hin. Mal endlich. Dazu brauchen wir etwas Leder. Das reicht, glaube ich, nicht. Ja. Wo ist das Bett? Das Bett da. Okay, wir haben sogar schon alles. Auch nicht schlecht. Dann klicken wir einfach mal einmal an. Okay, Holz brauchen wir wieder. Dann werde ich mal kurz ein bisschen Holz sammeln. Und gleich mal ein zweites Bett bauen. Wenn wir schon den Luxus haben. Mit so viel Leder. Denn der Vorteil ist nämlich dann, wenn ich einmal sterben sollte und schnell wieder hin muss zu meiner Leiche, kann ich dann einfach das nächste Bett benutzen, weil die haben nämlich einen Cooldown, die Betten. Das ist nämlich auch nicht so blöd, wenn man davon zwei hat. So, da reinlegen. Wo setzen wir die am besten hin? Ich würde sagen, hier bei den Kisten, neben der Tür. Vielleicht zur Tür kommen, wäre eigentlich gar nicht so verkehrt, oder? Setzen wir mal da das Bett hin. So. Machen wir mal zwei verschiedene Seiten, die Betten. Einmal da und einmal da. So. Jetzt habe ich zwei Betten. Und kann mich schlafen legen. Schnarch. Ach ja. Ist das schön. Und wir aufstehen. Brav. Okay, cool. Zwei Betten. Haus ist auch fast fertig. Nur noch weiter Holz, wenn im Wohnen. Hier fehlt irgendwie wieder schon wieder Holz. Dann muss ich mal Holz sammeln. Wenn das so weitergeht, ist hier bald gar kein Holz mehr in der Nähe. Dann werde ich weiter weg müssen. Tiefer im Dschungel rein. Ich sehe gerade meinen Bart, der wächst immer mehr. Ich sehe echt aus irgendwann wie so ein übelster Einsiedler. So, Level 24, wir sind also Level 25. So, Lebensenergie. Was wollten wir als nächstes machen? Stein-Upgrade, das Haus auf Stein, das ist nicht verkehrt, aber das werden wir erst später machen. Ja, Räucherkammer
Ich denke mal, ich gehe auf den Raptor-Sappel. Sappel, sag ich schon, Sappel. Ich sappel mir auch schon einen ab, ja. Vor lauter Reden hier. Ja, Raptor-Sattel auf jeden Fall. Müssen wir mal sehen, dass wir mal einen finden irgendwie später. Ist eigentlich somit das idealste Tier zum Anfang. Der Raptor. Macht sich hervorragend so zum Erkunden der Insel. Okay, da geht es noch eins weiter bauen. Wir können so noch eins weiter bauen. Ja, die Basis wird richtig groß hier. Aber wir brauchen auch so ein großes Häuschen, denn irgendwann haben wir so viele Sachen, die müssen alle untergebracht werden. Ich überlege gerade. Okay, hier können wir auch noch mal eins hinbauen. Sollten den Platz hier auch ausnutzen, weil ich denke mal, das dürfte hier auch mit so das Ende sein. Ich glaube, hier geht es dann auch nicht mehr weiter zu bauen. Na, zum Beispiel wie hier, da ist dann Ende. Dann bauen wir dann da noch mal eins hin. Bisschen schade halt, aber okay, da geht halt eineckig zu bauen. Dann ist ja die Frage, baue ich jetzt da noch weiter? Bis da vorne oder reiße ich das hier wieder ab? Aber es ist ein bisschen zu schmal, das Haus dann eigentlich. Gefällt mir nicht so. So. Gucken wir uns mal das Ganze von oben an, wie die Base aussieht momentan. Natürlich nicht geschlossen, das sollte ich auf jeden Fall noch ändern. Weil wenn jetzt hier mal irgendein oder interessant Teri-Ding. Den Bildschirmrand oben, da war gerade einer. Der ist zwar friedlich, aber wenn man zu nahe kommt, dann macht er einen böse sauer. Da muss ich aufpassen. Also ich muss auf jeden Fall das Haus hier noch zukriegen. Abschließen halt die Wände. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen mehr Holz sammeln. Reicht nämlich leider nicht. Alle ziemlich aufwendig hier. Aber wir haben uns ein bisschen übernommen hier mit der Hütte. Normalerweise fängt man nicht so groß an. Das Gewicht auch erhöhen. Ist nicht verkehrt. Ich habe das meistens so bei 300 dann. Bis 300 erhöht hat, ist Tragegewicht oder 350. Je nachdem. Kann man ja individuell einstellen. So, jetzt sind wir mächtig beladen. Steine ist auch schon mehr so viel. Ich werde mal so ein Dino-Gate mal herstellen. So, wo haben wir denn noch Holz hier? Ja, umso weiter man halt voranschreitet, umso aufwendiger wird das Ganze und umso mehr Holz kostet der ganze Spaß halt. Ja. Fundamente. Hier geht es halt nur noch mit Holz, Holz, Holz. Die ganze Zeit. Ich brauche immer mehr Holz halt.
So, jetzt haben wir schon 64 Punkte. Durch das ganze Craften kommen wir natürlich relativ schnell XP zusammen. So, jetzt werde ich mal ein bisschen Stroh sammeln. Also für Holz brauche ich mich auch nicht. Es fehlt mir näher wieder Stroh. Fasern habe ich noch eine Menge. Aber Stroh brauche ich halt viel. Komm, die Ecken bauen wir auch noch ab hier. Sieht so ein bisschen aus wie so ein afrikanischer Brotbaum. Oder Affenbaum, oder wie die sich nennt. Schön, dass es gerade regnet, denn ich hätte gerade schon wieder ein bisschen Wasser trinken müssen. Wenn man im Regen läuft, warum auch immer, ja. Regeneriert sich dann das Ganze. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie weit ich hier bauen kann. Okay, bis da drüben. Ach, schade, die Ecke geht nicht hier. Na, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus jetzt hier. Ja. Eigentlich könnte man noch ein Fundament tiefer bauen, weil wir können ja leider hier vorne das erste Fundament nicht nutzen. Dann habe ich noch genug Holz, ja. Teste ich mal, wie weit ich hier komme. Okay, bis dahin geht es auch noch. Immer wenn grün ist, ist alles okay. Blöd wird, wenn es dann halt rot ist, dann kann man halt nicht mehr bauen. Überlege gerade, wo baue ich jetzt mein Eingangstor hin für The Dino Gate? Könnte man eigentlich hier hinbauen? Mal gucken, ob das gerade ist. Dazu eignet sich natürlich ganz gut die Kamera hier oben. Okay, ist ein bisschen schief. Man kann natürlich auch Dino Fence Gate auf dem Boden hin platzieren, dann dockt sich automatisch das Gate dann an. Aber wir machen es mal so. Okay, ich würde sagen, der passt, das sieht ganz cool aus. Jo. Zack, hingebaut. Ja, und die Tür passt dann automatisch halt rein. Ja, nicht schlecht. Gefällt mir. Schöne große Dino-Tür, passen zwar nicht alle durch, aber immerhin erstmal die kleinen Dinos, die ich habe hier. Schon ganz gut. Ja, da haben wir ja eine ganze Menge geschafft heute. Zwar ist das noch nicht zu halt. Das ist natürlich blöd, wenn irgendwo ein Dino jetzt angreifen sollte. Aber wir hoffen mal das Beste. Ich werde mich bemühen, weiter Holz zu sammeln in eurer Abwesenheit. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder ist. Exhumit spielt Ark Survival Wolf. So, ja. Nächste Folge, Holz weiterbauen, Hütte und dann gucken wir mal, was noch so passiert. Ich bedanke mich auf jeden Fall für meine Zukunft und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.